Hast du schon mal ein T-Shirt gesehen, was im Dunkeln leuchtet, wenn man es anstrahlt? In diesem Video zeige ich dir genau, was du dafür brauchst, um den Effekt mit Siebdruck umzusetzen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Video. Los geht's! Hi, mein Name ist Danny, ich bin der kreative Kopf hinter dem Siebdruck-Label Dreier aus München und ich darf heute mein Wissen auf diesem Kanal hier mit dir teilen. Danke an Siebdruck Versand für die Möglichkeit und die super coole Zusammenarbeit. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Mittlerweile habe ich schon mehrere tausend T-Shirts, Hoodies, Kartons und so weiter mit Siebdruck bedruckt und ich freue mich heute riesig, dir den Effekt und den richtigen Umgang mit der wasserbasierten Reflexionsfarbe zu zeigen. Was du dafür brauchst. Hierbei ist zu beachten, dass man für diese spezielle Farbe ein offenes Sieb nehmen sollte, um den Effekt auch perfekt erzeugen zu können. Die Reflexionsfarbe besteht nämlich aus Glasperlen, die den Reflexionseffekt überhaupt erst möglich machen. Da diese Glasperlen vergleichsweise grob sind, braucht man also auch ein grobes Siebgewebe, wie zum Beispiel das 32T. Das hat eine besonders grobe Maschenweite und lässt daher besonders viel Farbe und große Partikel durch. Alternativ könnte man aber auch ein 39T-Gewebe verwenden. Ein kleiner Nachteil bei der Verwendung dieser Gewebesorten, es können keine superfeinen Details belichtet werden, verzichte also auf Details unter 0,5 mm. Das hier ist die Farbe, mit der ich heute drucke. Ich drucke nämlich ca. 40 T-Shirts mit einem Back- und einem Frontprint. Die Farbe neigt etwas mehr zum Eintrocknen als andere wasserbasierte Farbe, da sie einen großen Festkörperanteil hat. Solltest du größere Auflagen drucken, kannst du ebenfalls bis zu 5% Verzögerergel unter die Farbe mischen. Das verhindert nämlich ein schnelles Eintrocknen der Farbe in deinem Sieb. Große Pausen solltest du dennoch unbedingt vermeiden. Wenn man 5-10% Kaltfixierer in die Farbe mischt, kann man sich nach dem Drucken die Hitzefixierung komplett sparen. Wenn man allerdings die Waschresistenz und Langlebigkeit der Drucke noch maximieren will, dann kann man zusätzlich noch mit Hitze fixieren. Ich benutze diesen Rackel für die Frontprints und diesen Rackel für die Backprints. Mein Rackelgummi hat eine Härte von 70 Schore und ist somit ein Allrounder im Textildruck, sowohl für Plastisolfarbe als auch wie in meinem Fall für wasserbasierte Farben. Und zu guter Letzt natürlich noch die Siebdruckmaschine. Ich benutze seit 3 Jahren die HDT 1000, ebenfalls vom Siebdruckversand und bin super happy damit. Und los geht's wie immer mit der Beschichtung vom Siebdruckrahmen. Bei diesem doch sehr groben Gewebe von 32T rate ich auf jeden Fall zu einer 2:2 Beschichtung. Das heißt, du beschichtest deinen Rahmen wie gewohnt von beiden Seiten, lässt ihn dann kurz antrocknen und beschichtest dann einfach nochmal von beiden Seiten. Also Fotoemulsion FLX Screen in die Beschichtungsrinne, lieber etwas zu viel als zu wenig und dann mit der scharfen Kante mit mäßigem Druck von unten nach oben ziehen. Und wie immer zuerst die Druckseite beschichten und danach die Rakelseite. Das Ganze nun kurz antrocknen lassen und den Vorgang nochmal wiederholen. Den Rahmen solltest du nach dem erfolgreichen Beschichten mit der Druckseite nach unten lagern und wirklich gut durchtrocknen lassen, um Probleme bei der Belichtung zu vermeiden. Und ist der Rahmen gut durchgetrocknet, können wir ihn mit unserem Motiv belichten. Den Rahmen mit der Druckseite nach oben unter die Belichtungseinheit legen, Folie spiegelverkehrt auf den Rahmen legen, danach eine Acrylglasplatte oder eine normale Glasplatte zum Beschweren drauflegen und den Rahmen belichten. Beachten sollte man auf jeden Fall den Abstand der Lampe zum Siebdruckrahmen. Dieser Abstand sollte der Innendiagonale des Rahmens entsprechen, bei mir also ca. 50 cm. Nach meiner Belichtungszeit von 4 Minuten 30 können wir das Motiv gemeinsam ausspülen und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch direkt. Dazu zuerst den Rahmen anfeuchten und für eine Minute quellen lassen. Nach dieser Minute sollte das Motiv schon zum Vorschein kommen. Jetzt mit erhöhtem Druck das Motiv aus dem Sieb ausspülen und wenn du mit der Beschichtung und Belichtung alles richtig gemacht hast, dann sollte das Ganze so aussehen. Der fertige Rahmen muss nun nochmal komplett trocknen und danach müssen wir ihn nachbelichten. Die Nachbelichtung ist deshalb so wichtig, um den Rahmen widerstandsfähiger gegenüber wasserbasierter Farben und verschiedener Reiniger zu machen. Und auch die Entschichtung des Rahmens geht so viel einfacher von der Hand. Nachbelichtet wird immer 3-mal so lang, wie du vorher belichtet hast. Das heißt, du nimmst einfach deine normale Belichtungszeit. Bei mir 4 Minuten 30 mal 3 sind 13 Minuten 30 zum Nachbelichten. Der Rahmen ist nun fertig und wir können auch schon loslegen und die Farbe anmischen. Dazu am besten einen sauberen Behälter und eine Küchenwaage zur Hand nehmen.
Ich nehme für heute 250 Gramm Reflektionsfarbe und mische sie mit 10% vom Kaltfixierer, also 25 Gramm, und 5% vom Verzögerergel, also 12,5 Gramm an. Das Ganze muss ich dann gut durchrühren, bis man keine Spur vom Verzögerer oder Kaltfixierer mehr sieht. Aber weil auch öfter schon gefragt wurde, die Deckkraft der Farbe leidet durch diese beiden Zusätze nicht. Die Farbe ist angemischt, jetzt können wir den Rahmen in die Maschine einspannen und ihn ausrichten. Dazu habe ich mir in der Mitte der Platte eine Linie gezeichnet, an der ich meine Passermarken ausrichten kann. Ist der Rahmen ausgerichtet und alles gut festgezogen, können wir die offenen Stellen mit Siebklebeband abkleben. Perfekt, die Farbe ist angemischt, der Rahmen ist ready, die T-Shirts liegen bereit. Jetzt würde ich sagen, auf die Siebe, fertig, los! Gerakelt habe ich bei diesem Projekt immer 2 bis 3 Mal nass auf nass. So erhält man einen hohen Farbauftrag und der Effekt kommt super gut auf dem Textil zum Vorschein. So verdruckt kommt die Texprint AQ Reflektionsfarbe so raus, wie man es zum Beispiel von Polizeiwesten oder Feuerwehrjacken kennt. Will man den Farbton aber etwas verschieben und der Farbe eine leichte Farbnote geben, dann kann man optional maximal 1% von dem Aquaplast DIY Pigmentkonzentrat hinzufügen. Der Druck schimmert dann je nach Pigment zum Beispiel rötlich oder bläulich. Mehr als 1% sollte man aber nicht einrühren, da der Reflektionseffekt sonst leidet. Schwarz- und Weißpigmente kann man leider nicht verwenden, sondern nur die Buntfarben. Die Drucke sollten maximal bei 30 Grad Inside-Out gewaschen werden, also auf links rum, nicht nur um den Print und das Textil zu schonen, sondern auch der Umwelt zuliebe. Die Shirts sind fertig gedruckt und auch schon getrocknet. Meinen Arbeitsplatz, mein Sieb und mein Rakel habe ich sauber gemacht. Das solltest du auch immer tun, um länger Freude an deinem Equipment zu haben. Und weil du bis hierhin geschaut hast, möchte ich dir das Endergebnis natürlich auch nicht vorenthalten. Deswegen würde ich sagen, ab geht's! Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest ein paar nützliche Infos mitnehmen. Und wenn du noch mehr solche Projekte sehen möchtest, dann schau auch super gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Vergiss nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Schreib super gerne Feedback in die Kommentare. Abonnier den YouTube-Kanal vom Siebdruckversand. Und jetzt wollte ich mich nochmal beim Siebdruckversand bedanken für die Zusammenarbeit. Es war mir eine große Ehre und hat riesengroßen Spaß gemacht. Danke an Maurice und das Team von GetFlashed Media für das Vertrauen und die coolen Motive. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.